Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder bei Planet Crafter mit dem guten Pani und ja, wir legen heute wieder los. Und ich gehe mal wieder ins Spiel. Denkt dran, Link zum Pani ist in der Beschreibung und in der Infokarte. Moin, Herr junger Hüpfer. Herr Und deine junger Hüpfer. Community. Danke, ebenfalls guten Morgen, lieber Rober und Community. Ja, kurzer Zwischenstand. Terraforming sind wir in Richtung Regen unterwegs. Da sind wir bei 20%. Sehr spannend. Alle Werte sind, sag mal, ja, steigend, nenne ich es mal vorsichtig. Ich glaube, wir müssen Wärme und Luftdruck ein bisschen in Richtung Sauerstoff anpassen, dass das in etwa gleich wieder ist. Ja, und Biomasse? Und Biomasse natürlich. Ja, Biomasse gucke ich gleich Wärme und mal. Luftdruck, ja. Biomasse, was macht denn Biomasse hier? Eigentlich die Pflanzkühe oder bin ich. Ach nee, die Draußen, Blumendinger. die Blumen ja draußen, Können wir denn davon noch welche bauen? wenn überlegen, die ganzen kleinen Heizungen hier wegzumachen. Und vielleicht irgendwo anders. Denn die großen, die bringen ja mehr an als die kleinen. Fehlt Ja. uns dazu noch was, oder? Großen Heizungen, Iridium, ne? Ja, wollte gerade sagen, wir haben ja auf der Liste, To-Do-Liste, Iridium und Uran. Ja, Ähm, genau. Was wo, haben wir wo, hier? wo, wo haben wir unsere Kiste dazu? Hier ist Uran. War das Iridium? Okay, ein bisschen Iridium hast du drinne und Uran. Ich würde jetzt mal losgehen und Uran besorgen. Ja. Und du kannst ja schon mal gucken, dass du was verbaust. So, bis gleich. Okay, bis gleich. Achso, wir haben ja noch kein Jetpack. Muss ich rennen. Achso, muss ich halt mit dem Maus. Ne, du sollst nicht die ganze Ecke da wegmachen, du sollst nur das eine hier. So, rein theoretisch war hier mal Uran gewesen. Da ist Da, es. es fehlt mir noch Iridiumstäbe. Auch Also nicht sag der mal, Mist. haben wir noch keinen Jetpack-Stiefel Nee, hat man nicht gehabt. gehabt? Ja. Komm, ich guck. Kann ja mal gucken. Nur die Beweglichkeitsstiefel. Haben wir auch nur die Stufe 2 gemacht. Wir haben hier schon Stufe 3 drin. Okay. Dafür brauchten wir dieses Schwarzpulver, was wir, glaube ich, noch nicht herstellen konnten, ne? Ja. Stimmt, da war was. Aber Jetpack Stufe 1 ist hier drin. Okay, haben wir noch nie gemacht. Ne, da brauchen wir 4 Raketentriebwerke und dafür brauchen wir dann jeweils einen Iridiumstab. Also wir brauchen enorm viel Iridium. Nein, das wissen wir ja, wo wir das kriegen. Da würde ich fast sagen, wir könnten vielleicht mal gucken, dass wir mit Glück welche in irgendeinem Raumstifttrimmer kriegen, ne? Ja, würde ich, auf jeden Fall müssen wir mal gucken. Gerade die Raketentriebwerke sind natürlich schwierig. Ja. Wie ging denn mal Luftdruck? Luftdruck hat sie mit diesen Pflanzen gemacht, glaube ich, ne? Mit dem Bohrer. Achso, dann muss ich noch ein paar Bohrer herstellen. Wie viel kosten die? Aluminium, Eisen, Titan. Habe ich denn alles hier in der Tasche? Wieso habe ich das? Achso. Ach, guck mal. Nee, nicht. Lauf, Pony, sonst stirbst du.
Ich brauche unbedingt die Jetpack-Stiefel. Ich dachte eigentlich, die hatte ich schon. Es sind ja keine Stiefel, sind ja Dingens, ne? Zwei Ja, Stiefel. Jetpack ist es. Ja, ich weiß, aber. So. Ja, Pani, Zwei Bohrer das wird knapp. Aluminium. Aluminium noch mitbringen, wäre noch cool. Kann ich nicht. Ich bin fast tot. Okay. Ah! Erste Folge und er stirbt schon wieder. Na super. Oh, gerade so geschafft. Da geht doch. Ich hab Titan vergessen, ey. Ah, schon schön Gras hier am Wachsen. So. So, ein bisschen Uran habe ich reingepackt. Dann lade ich jetzt mal los und hole Iridium. Und dann können wir ja mal überlegen, das nächste Raumschiff anzugehen. Jo, 2, Für 4, diese 5, 6. Raketentriebwerke vielleicht, weißt Ja. Einmal super Länge kann ich noch herstellen. Was sagt die Wärme jetzt? 83. Da muss noch viel mehr hin. Zwei, vier, fünf. 2, 4, 5, ne, ist klar. 2, 4, 6 noch nicht. Drei Stück. Oh, sehr schön. Biodom. Aber hier hinten auch noch irgendeine Kiste eigentlich. Noch ein Bioplan-Bauplan. Ja. Da unten ist noch. Wow. Shit. Ich würde sagen, Strom ist aus. War ein Bohrer zu viel. Ich müsste mal eben kurz einen hier abbauen. Isium und bei Kobalt. Magnesium und 2 Kobalt. Ach stimmt, wir haben ja noch die stimmt, Uran kann ich dann da herstellen, Uran-Dinger.
Ja, Uran habe ich dir ja als erstes geholt, deswegen. Ja. So, ich komme zurück mit ein bisschen Iridium in der Tasche. Das ist gerade grell hier, das Licht. Haben wir noch Wasser? Sauerstoff, Essen? Wasser? Wasser haben wir ein bisschen im Schrank, ja. So, Kernreaktor Nummer 4. Sehr schön. Aber zur Vorsicht noch mal so ein Strom Solarding dazu. Ja. Ich muss mal eben selber was trinken. So. Iridium ist wieder ein bisschen was aufgefüllt. Alu habe ich auch noch mal mitgebracht. 6 Stück. Was hat hier noch in der Tasche? Eis. Haben wir einen Eisschrank? Ja, vorne. Ja, haben wir. Haben wir. Sieg. Eis und Eisen. Zack. Ich glaube, wir zwei Iridiumstäbe bauen. Ja. Guck mal, ob wir noch Uran da haben. Noch 9-mal Uran. Das wäre doch cool. So, guck mal, ob ich ernten kann. 6, 7, 8. Wir haben unglaublicherweise 8. Mal Uran. Ich bräuchte 9. Ist wieder klar, ne? Ja. Hol ich dir gleich. Strom haben wir denn noch über? 103. Das ist 2 von denen würde ich gerne noch bauen. So. Weg. Uran brauchst du nochmal, hast du gesagt. Ja. Cool, die Uran. Allerdings war da nicht mehr allzu viel drin in der Höhle. Da muss ich zur anderen Höhle. Die ist ein bisschen weiter weg. Also ein Krieg auf jeden Fall noch raus, aber viel mehr weiß ich nicht. Mal gucken. So, wo sind wir denn jetzt bei der Wärme? 101. Das reicht ja noch lange nicht, ey. Also Sauerstoff produzieren wir super viel. Da brauchen wir uns erstmal nicht drum zu kümmern. Okay. Luftdruck ist auf 95 hoch. Hast du gerade was hingestellt? Ich hab nicht hingestellt, nee. Und das hier ist von selber erhöht. Weil es war vorher 88. Oder geht da auch die durch die Heizung auch Sauerstoff hier Luftdruck hoch? Das weiß ich gar nicht genau. Erzeugt Wärme, Luftdruck. Ja, Wärme und Luftdruck, okay. Mal kleinen dazu. Was. Hey, seit wann ist denn die Höhle hier so groß? Wahrscheinlich im Update. Ach nee, hier kommst du woanders raus. Warte mal, wie komme ich denn da oben hoch? Ja. Sehe da nämlich gerade eine Kiste. Haben wir hier noch irgendwas drin? Nee. Die Funzen sind aber ganz schön dunkel hier, ne? Naja. Wie gesagt, die wird ja später dann noch ein bisschen heller. Aber dauert halt eine Weile, bis wir da sind. In der Höhle sehe ich gar nichts hier. Hier war mal irgendwo eine Höhle, aber ich sehe die noch nicht mal. Ja. Nee, doch nicht, oder? Ist das eine Höhle? Doch, das ist eine Höhle. Oh, ich glaube, ja schon. Oh, die in der Höhle ist da natürlich recht hell.
Oh, ich hab voll den fetten Leckert. Ja, wo war denn die Kiste jetzt? Ich hab da hier gerade eine Kiste gesehen. Der Panik schon alles ausgelöffelt. Ja, da will ich eigentlich noch ja nicht rangehen. Wo war denn jetzt die Kiste? Verdammt, ich hab da hier gerade eine Kiste gesehen. Aus dem Winkel sehe ich sie wieder nicht. Wahrscheinlich genau über mir und ich sehe sie nicht. Da komme ich nicht weiter. Die hatte ich abgebaut. Hier ist nicht weiter. Da komme ich nie rüber. Na gut, bin ich wieder runter. Da noch nicht rankomme. 52% zu Regen. Also, warte mal, Sauerstoff holen. Was, 53%? Okay, geht ja schon. Super Leggy haben wir auch So. nicht mehr, ne? Was? Super Leggy. Okay. Ja, wir müssen unbedingt zum Raumschiff. Weil, wie gesagt, ich habe jetzt hier auch nicht mehr viel Uran gefunden. Guck mal hier in die Ecke noch, ob hier noch eventuell. Nee. Okay, dann komme ich erstmal zurück. Hab Hinten leider kommt. bloß 3 oder 4 Mal Uran. Ja, Dreimal schon. bloß. Dann gehen wir noch mal weiter. Vielleicht finden wir da ja noch Uranstäbe und Leggy-Stäbe und was weiß ich nicht alles. Geh mal gucken, was du so Schönes hier oben hingestellt hast. Ich glaube, ich war ja noch gar nicht oben. Paar Leckereien. Naja, wo jetzt unsere Nahrungsmittelproduktion ist. Und da würde ich auch empfehlen, bitte nur die Bohnen essen. Ja, ich esse noch nichts. Ich habe noch ein Wisst ihr? Nahrungszeug-Ding hier drin. Wollte ich nur schon mal gesagt haben, weil Bohnen sind Tatsache am nahrhaftesten. Und die anderen Sachen, die wir anbauen, die brauchen wir später dann für Biolabor. Um da ganz viele Wenigkeiten herzustellen. So, Uran. Voller, packe ich dir in den Uranschrank. So. Wir liegen wieder unter schwerem Beschuss. Ja. Ja, ich bräuchte noch dreimal Super Leggy eigentlich. Müssen wir uns holen. Ich habe jetzt im Kopf keine Stelle mehr, wo wir. Also wir müssten eigentlich wirklich jetzt in Richtung Raumschiff. Ja, ansonsten hätte ich die nämlich hergestellt, aber wenn wir die eh noch machen, dann. Oh! Guck mal Ach, hier, Ex. schön. Sehr schön. So, was kostet denn der? Ach, Osmium. Ach du Scheiße. Iridiumstab könnten wir. Wissen ja, aber das Iridium wirst du schon verbaut haben, wa? 5 Stück sind noch drin. Okay. Ich würde sagen, Fünf lass mal Stück. los, Tigern vielleicht. Ja, dann packe ich mal Material ein für. Oder nee, jetzt sammeln wir unterwegs. Wir haben nur noch einmal Weltraumnahrung. Also ich habe die jetzt in der Tasche, die Weltraumnahrung, aber. Ja, das ist okay. Ich habe auch immer in der Tasche. Nimmst du Mats Dann mit? müssen wir unterwegs auch Oh, guck sammeln. mal hier, da ist Iridium. Was wollten wir brauchen? Oder? Ne, es war die Probe auf jeden Nee. Fall. Nee, nee. Aber Titan können wir schon mal mitnehmen.
Titan, Eisen, Silizium. Ja, mit seinem Blutfinger immer, ne? Ist immer schneller als ich da. Aluminium. Dann Schrotti weiter. Ja, lässt alles hier liegen. Nimm alles mit hier. Wertvolle Richtig. Ware. Sammeln nur das Wichtige gerade auf. Magnesium ist auch wichtig. So. Dreimal Ditte. Nochmal viermal. Org viermal oder dreimal Eisen? Zweimal. Dreimal Eisen. Immer davon, immer davon, jawohl. Wo bist du denn, Wolle? Bist du Ich nochmal bin gerade, zurückgelaufen? ja, ich bin immer, mich immer ausgeleert. Wo bist du? Hier. Da hinten raus? Hier hinten bin ich. Krieg gar nicht sehen, wo du bist. Links, links. Ach da, jetzt sehe ich dich. Ganz, ganz schön getarnt hinter einem Berg. Da habe ich extra oben drauf gestanden, dass du mich auch Ja. siehst. So, okay, dann gucken wir mal zum nächsten Raumschiff. Wie gesagt, Material habe ich bei. Das schon Der wieder Weg ist vorher. jetzt ist ein bisschen weiter. Ja. Nimm bitte nicht zu früh. Was? Nicht zu früh essen und nicht zu früh trinken. Nee, nee, ich habe gesagt, meine Katze hat schon wieder Hunger. Ach, deine Katze, Ja. okay. Nee, ich nehme das Essen, wenn ich vor dem Abnippeln bin. Boah. Hui. Da freue ich mich auf die Jetpacks so. Ah, ich auch. Wird dann auf jeden Fall wieder eine Entspannung, lauftechnisch. Ja, nochmal nachtanken hier. Ja. Wäre eigentlich noch was drin? Nee. Nee. Und das können wir wieder. Ja. Oh, Blumentopf. Ja, auch so sinnlos. Ja. Okay. Also, man kann bauen, ja. Ich glaube, der macht auch Sauerstoff. Aber diese Pflanzkübel sind effektiver, glaube ich, gewesen. So. Dann gucken wir mal da oben in das Raumschiff. Oder waren wir da schon drin eigentlich? Nö. Da waren wir drin. Wo bist du denn? Da. Da waren wir schon drin. Ich meine, da waren wir und wir hatten eins hinter dem Großen gesehen, da wo Alu ist oder was in der Ecke. Da. Wir können ja da nochmal hingehen. Aber das ist ja eine Kiste. Links von dir. Oh, dreimal Nahrung drinne. Oh, sehr schön. Läuft doch. Aber dann waren wir hier doch noch nicht drin. Wo ist denn das? Da oben Ach rechts, da. guck mal. Da. Ne, da waren wir noch nicht drin, stimmt. Hier hatten wir doch irgendwo der damals im Stream angefangen, ne? Und hier ist ja alles voller Ressourcen, du. Meine Herren. Ja. Oh, hier ist noch eine Kiste, oder? Ach schön. Müsstest du mal rausnehmen, weil ich bin fast voll. Zweimal Nahrung. Da wäre was, wenn wir die auch noch abfrühstücken könnten, die das Raumschiff, also komplett zerlegen könnten. Ja. Wo bist du da? Ja, ich bin hier.
Wo bist du? Direkt hinter dir. Oh, okay. So, Schrank rennen. Ich wollte nicht im Weg stehen, deswegen habe ich mich hinter dich gestellt gehabt. Kannst du noch einen Schrank bauen? Vielleicht? Ne, warte mal, ich kann so ja zwei bauen. Ah, okay. So, Quatsch. Weiß ich erstmal alles drin hier, was ich hier in der Tasche habe gerade. So, du kannst schon mal rinnen, kannst dir eine Seite aussuchen, rechts oder links. Ich gehe mal auf Dach, weil da liegt nämlich eine goldene Kiste. Aha, das weiß er schon. Ich gehe mal geradeaus. Da ist immer Superleggy und eben mal Iridium drin. Sehr schön. Wo bist du lang gegangen? Links oder rechts? Ich bin geradeaus gerade noch. Und gehe jetzt hier rechts. Hier ist irgendwas mit Bohrer. Nee. Zerlegen, technischer Schutt. Ach, können wir ja noch gar nicht, ne? Doch. Also den Einzelschutt kannst du schon zerlegen. Das Einzige, was du noch nicht zerlegen kannst, ist diese Elektroschränke, wo der Leiterplatten dann raus. Meine ich ja. Sieht auch schon wieder. Eine Shanga-Samen. Okay, sehr schön. Ein Geheimgang. Also du bist... Nee, jetzt bist du... Okay, du warst rechts, hast du alles abgegrast und bist jetzt links. Okay. Ja. Oh, Raumanzüge. Oh, geil. Ja, das sind ist auch neu dazu gekommen. War nicht schlecht. Ich leg die mal ins Inventar und warte mal, gucken, ob ich die Schrank zerlegen kann. Nee, also ich konnte nicht. Nee. Alter, drei noch Kisten. Pflanzen drin. So, ich bin voll. Okay. Oh nein, hier wir erstmal eben mal raus ausleeren, wa? Ja. Ich setze hier mal noch eine. Oh, jetzt bin ich falsch abgebogen, Conny. Ja, da war jetzt auf jeden Fall ordentlich Nahrung bei. Also wahrscheinlich hat der Entwickler Tatsache darauf gehört, ja. Dass zu wenig Nahrung im Multiplayer unterwegs ist. Ja. Weil es ist ja so, dass nicht nur wir darunter gelitten haben. Also. Ich habe das nämlich in einigen anderen, ich habe da zwei andere neu gefunden, die auch den Multiplayer spielen, die das nämlich auch gesagt haben. Ja. Guck mal. Ich komme nicht, komm nicht wieder raus. Also, der hat nämlich gejubelt, wo der den Anzug angezogen hat. Ich tue die Anzüge mal in dem, wenn du reinkommst, rechten hinteren. Ja. Aber wir haben nicht ein Raketentriebwerk. Nicht. Natürlich doof. Mikrochip Bauplan. Sehr schön. Ja, erstmal mitnehmen, können wir bestimmt die brauchen. Achso, hier. Fusionsgenerator. Da müssen wir bestimmt auch irgendwas mitmachen, ne? Ja. Aber erst später. Soll ich mal die Nachricht vorlesen? Ja, kannst du machen. So, Frachtschiff Cirella 4. Maschinenlogbuch 436. Heute Morgen am 17. Tag unserer Reise nach Stigma verließ das Schiff unkenntlicherweise die Hyperraumgeschwindigkeit. Die Navigationstools spielten verrückt und die gesamte Leistung des Schiffs fiel ab. Alter, das ist ein bisschen lauter. Ja, deswegen, du schreist fast. Also mir fallen bald die Ohren auf, oder? Ja, ich muss mal abwarten. Jetzt, Glory, kannst du.
Na, einer kommt da noch. Ich höre noch einen Brenner. Ach du Oder das ist ein Grüne. Bug. Ist egal, ich lese nochmal vor. Nochmal neu. Frachtschiff. Das war klar, ne? Frachtschiff Cirella 4. Maschinenlogbuch 436. Heute Morgen, am 17. Tag unserer Reise nach Stigma, verließ das Schiff unerklärlicherweise die Hyperraumgeschwindigkeit. Die Navigationstools spielten verrückt und die gesamte Leistung des Schiffs fiel ab. So, als ob es von etwas Äußerem entzogen worden wäre. Wir werden versuchen, eine Notlandung auf diesem über unberechenbaren Planeten durchzuführen. Ich bin mir nicht sicher, was wir dort finden werden. Es scheint einen riesigen Sturm an der Oberfläche zu geben. Ich hoffe, wir schaffen es. Okay. Was? Hört sich interessant an, auf jeden Fall. Und das die hier vielleicht? Von hier? Das Raumschiff hier, ne? So. Oh. Ich muss mal ganz schnell raus hier. Ja, bist du schon wieder kurz vor Abnippeln? Ja, ich habe doch 300, aber ich kann nicht mitbekommen. Wie sieht man meinen Anzug? Hast du auch einen neuen an? Nee, du hast keinen neuen an. Nee, wo waren der jetzt? Hier in dem hier. Welchen hast du angezogen? Ich habe den Komto. Okay. Der dürfte aber nicht mehr drin sein, glaube ich, ne? Nee. Ich überlege gerade, welchen ich anziehe. Weil du kannst ja mal gucken, ob der, wie der aussieht. Also der ist ja an mir dran. Ja. Oh, ganz in weiß, der Pony. Ein Schneemann, der Weihnachtsmann. Fast. Hört er auch irgendwann auf zu jubeln hier? Ja, muss Escape drücken. Ach, schön. Ja, und du jetzt in schwarz. Na, passt doch. Ah, schwarz und weiß, black and white. So. Ich würde sagen, wir packen uns jetzt aber voll und rennen dann einfach mal zurück. Und zwar nehmen wir erstmal irgendwie gefühlt... Du kannst ja das ganze Iridium in die Tasche hauen. Dann würde ich sagen, Essen nehmen wir mit, Stoff nehmen wir mit, Alu nehmen wir mit. Und vielleicht noch Pflanzen, wenn du kannst. Also ich habe jetzt alles eingepackt. Ich habe jetzt zweimal Aluminium, zweimal Stoff, das ganze Iridium, einmal Superlegi, dreimal Futter und Pflanzen. Ja. Hauptweise. Okay. Ja, warte mal, hier drüben. Ich guck mal, ob hier drüben noch irgendwas. Hier ist noch Alu drinne. Also du bist voll, war wahrscheinlich. Ich bin voll, ja. Okay, dann lass uns einfach zurück. Warte mal, ich würde sagen, wir moderieren hier ab, weil wir sind bei 33 Minuten. Oh, ich kann nicht mitkommen. Okay, alles klar. Jo. Machen wir das. Bis gleich. Bis gleich. So, dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Denkt auch dran, beim Bunny reinzugucken. Link ist wie immer in der Beschreibung und in der Infokarte. Also bis dahin, euer Wubra. Tschüss, danke fürs Reinschauen.